Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute zu meinem Lesemonat März 2018. Und dieser Monat stand ja erstmal unter dem Motto Bücher lesen mit hohen oder niedrigen Erwartungen, weil ich bei einem Lesemarathon teilgenommen habe, den Blanche von Booksy Page veranstaltet hat. Ich werde euch dazu nochmal ihr Video dazu verlinken, obwohl ihr da jetzt natürlich nicht mehr mitmachen könnt, weil der Lesemarathon vom 1.3. bis zum 15.3. gegangen ist. Und dementsprechend jetzt schon vorbei ist, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder dran teilzunehmen. Ich liebe ja Lesemarathons und muss aber dazu sagen, dass ich während des Lesemarathons nicht sehr viel zum Lesen gekommen bin, dementsprechend auch nicht so viele von den Büchern geschafft habe, die ich mir dafür vorgenommen habe. Ich werde euch auch dazu nochmal mein Vorbereitungsvideo in der Infobox verlinken, weil ich auch viele, viele Bücher mir rausgesucht hatte, an die ich sehr, sehr hohe Erwartungen oder sehr, sehr niedrige Erwartungen habe. Ich habe, wie gesagt, nicht sehr viel davon geschafft. Hab mir aber natürlich auch wieder zu viel vorgenommen. Das ist ja bei mir leider immer so. Aber ich hatte trotzdem diesen Monat wahnsinnig viele Highlights. Ich glaube, ich hatte 3 Highlights dabei, die ich wirklich als jetzt absolute Lieblingsbücher bezeichne. Vor allem eins davon ist ein Buch, das ich nie wieder missen möchte und wo auch der Film einfach wahnsinnig toll ist. Dazu aber mehr, wenn ich bei dem Buch angekommen bin. Der Monat hat mit einem Buch angefangen, an das ich riesige Erwartungen hatte, die sich auch erfüllt haben. Und es war dementsprechend das erste Buch für den Lesemarathon, was einfach zum Thema gepasst hat, an das ich mit hoher Erwartung rangegangen bin. Und zwar handelt es sich um Eleanor und Park von Rainbow Rowell. Ich habe von Rainbow Rowell vorher Fangirl gelesen, fand das schon sehr, sehr gut. Vor allem den Schreibstil fand ich schön. Man hatte eine locker leichte Geschichte vorgefunden und es hat einfach Spaß gemacht. Ich muss sagen, dieses Buch hat mir sehr, sehr viel besser noch gefallen als Fangirl. Es hat von mir insgesamt auch 5 Sterne bekommen, einfach weil ich es so toll gefunden habe. In diesem Buch geht es eben um Eleanor und Park, die sich in den ersten Kapiteln dieses Buches kennenlernen und die beide so ein bisschen ihr Päckchen zu tragen haben. Eleanor mehr als Park und er kommt nach und nach auch dahinter, was bei ihr denn los ist. Dabei ist sie eigentlich ein Mädchen, die in der Schule ein wenig gemobbt wird, weil sie ein bisschen kräftiger ist, weil sie nicht so tolle Klamotten trägt. Und Park ist eigentlich am Anfang auch total abgeneigt, sie neben sich sitzen zu lassen im Bus, weil jeder seinen festen Sitzplatz hat. Aber da sie tatsächlich keiner irgendwo sitzen lässt, gibt er danach und sagt, hier, du kannst dich hier hinsetzen, ist aber eigentlich überhaupt kein Fan von ihr und möchte sie eigentlich auch nicht näher kennenlernen. Aber dadurch, dass sie natürlich im Bus nebeneinander sitzen, findet irgendwann eine Annäherung statt und die beiden kommen dahinter, dass sie sich eigentlich sehr mögen und ja, die ersten Annäherungsversuche kommen eben zustande. Und man erfährt, dass Eleanor es überhaupt nicht leicht hat. Was genau dahinter steckt, solltet ihr selbst lesen. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich war so fasziniert von dieser Annäherung von Eleanor und Park, weil es einfach hoch emotional war, eine Geschichte, die nicht so schnell passiert, die wirklich ihre Höhen und Tiefen hat und die einfach eine sehr, sehr ernste Hintergrundgeschichte auch hat und trotzdem irgendwie die Beziehung von Eleanor und Park in den Vordergrund stellt und dadurch auch versucht, diese ernste Hintergrundgeschichte zu lösen. Ich fand es wunderschön, es ist eine sehr, sehr tiefe und emotionale Geschichte. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war das Ende. Es war, ja, was soll ich denn über das Ende sagen? Ich kann euch ja nichts wirklich darüber sagen, sonst spoilere ich natürlich dermaßen, aber das Buch hat von mir trotzdem 5 Sterne bekommen, weil ich es von Anfang an einfach durchweg gut fand, tief fand, emotional fand, es hat mich umgehauen. Aber dieses Ende, es war so unbefriedigend. Also für mich war es sehr, sehr unbefriedigend und ich weiß einfach nicht, was ich von diesem Ende halten soll. Es ist jetzt kein offenes Ende, es ist wirklich so ganz gut gelöst, dass man erahnen kann, ja, was noch kommen könnte. Aber es war für mich einfach so, bam, und jetzt ist es zu Ende. Und ich dachte so, nein, oh Gott. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, hat das Buch von mir 5 Sterne bekommen, weil es durchweg einfach schön ist, einfach solche tiefen Gefühle hat, dass ich einfach so überzeugt davon war und direkt schon das erste Buch vom Lesemarathon die hohen Erwartungen komplett erfüllen konnte. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil ich manchmal, wenn ich so Bücher in der Hand habe, die so gehypt wurden und jeder liebt sie, da ist es meistens bei mir so, dass meine Erwartungen enttäuscht werden. Und das ist hier nicht passiert, das hat mich sehr gefreut. Und ja, das war das erste Buch. Ich glaube, insgesamt habe ich 12 Bücher gelesen. Ich habe es jetzt nicht genau durchgezählt, aber ich glaube, es waren so ungefähr 12.
So, als nächstes habe ich ein Buch gelesen, das ich außerhalb des Lesemarathons quasi gelesen hatte, denn an dieses Buch hatte ich überhaupt keine Erwartung. Das ist ein Buch, das ich für die Arbeit gelesen habe, weil wir es eben im Laden verkaufen und wir ein Leseexemplar davon hatten und ich dann gedacht habe, es hört sich so gut an, ich lese das Ganze mal. Und weil ich eben keine Erwartung daran hatte, es ist natürlich ein Buch, das ich außerhalb des Lesemarathons gelesen habe. Und zwar handelt es sich um Die Rache der Polly McCluskey von Jordan Harper. Dieses Buch hat von mir 4,8 Punkte bekommen. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut. In diesem Buch geht es eben um Polly. Polly ist ein kleines Mädchen und eines Tages steht ihr Papa vor der Tür und sie weiß eigentlich, dass das nichts Gutes heißen kann, weil ihr Papa nämlich eigentlich im Gefängnis ist. Sie, weiß nicht, was sie machen soll. Er sagt, komm, steig ein und sie macht das dann, denn es ist ja ihr Papa und ihre Mutter ist gerade auch nicht da. Und man erfährt dann im Nachhinein, dass ihr Papa von einem... ja, ich glaube, Drogenboss im Gefängnis zum Tode verurteilt wurde, der aus dem Gefängnis heraus handelt und Leute, die er nicht mag, quasi verurteilt und das Ganze dann nach außen tragen lässt, aus dem Gefängnis raus. Und dann sind da natürlich ganz, ganz viele Anhänger von ihm, die jetzt auch seinen Tod möchten. Und das Problem ist aber, dass er eben nicht nur Nate ist ihr Papa, zum Tode verurteilt hat, sondern seine komplette Familie. Das heißt eben auch Polly und ihre Mutter. Und Nate ist dementsprechend jetzt dahinter, seine Familie zu beschützen und nimmt Polly deswegen kurzerhand mit. Und eine ganz krasse Verfolgungsjagd beginnt, weil natürlich ganz, ganz viele Menschen auf der Erde den Befehlen dieses Drogenbosses aus dem Gefängnis folgen. Und ich fand es so, so gut, weil wir hier... natürlich öfters mal Perspektivenwechsel haben. Wir haben Nates Perspektive und Pollys Perspektive. Und ich fand es so krass, wie Polly sich da als kleines, junges Mädchen, ich glaube, sie ist 11 Jahre alt, da durchschlägt und ihren Papa natürlich auch neu kennenlernt, von ihm so ein bisschen kämpfen auch lernt und dann in irgendeiner Form auch bei allen Aktionen, die er macht, dabei sein möchte. Sei das jetzt jemanden mit einer Pistole bedrohen oder einfach eine von diesen Drogenhöhlen auffliegen zu lassen. Und ich fand das so, so gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und was ich am tollsten fand, war der Prolog. Den fand ich wahnsinnig beeindruckend. Ich habe quasi den Prolog gelesen, also natürlich als erstes, und war so tief beeindruckt davon, wie das konstruiert wurde. Denn der Prolog ist aus der Sicht von diesem Drogenboss im Gefängnis, wie er quasi Nate zu Tode verurteilt. Und das war so, so gut gemacht. Man hat so krasse Einblicke in die Psyche von dieser bösen Person bekommen, dass ich da Gänsehaut bekommen habe. Das fand ich so, so gut. Und dann fand ich das Ende richtig, richtig beeindruckend. Ich kann euch jetzt nicht sagen, warum, weil sonst spoilere ich euch dermaßen, aber das Ende ist so, so gut gemacht. Man fand es so, so toll, was Polly da konstruiert hat, um sich selbst in Sicherheit zu bringen quasi. Das fand ich so, so schön. Deswegen hat das Buch von mir 4,8 Punkte bekommen, einfach weil es jetzt nicht die höchste Literatur auf Erden ist. Es ist einfach eine schöne Verfolgungsjagd-Action-Geschichte, die viel Spaß gemacht hat. Polly war mir ab und an echt ein bisschen gruselig und das von einem 11-jährigen Mädchen, das ist wirklich so, okay, Wahnsinn, weil sie sich so einfühlen kann und weil sie manchmal solche Rachegedanken hat, dass sie gar nicht anders handeln kann, als wirklich auch auf Leute loszugehen. Und da war man ab und zu so, okay, Wahnsinn. Und das dazu, eine Wahnsinnsunterhaltungsgeschichte, hat mir viel Spaß gemacht, 4,8 Punkte dafür. So, dann habe ich ein Buch gelesen, das ich zwar eigentlich gar nicht für den Lesemarathon lesen wollte, an das ich aber eher niedrige Erwartungen hatte, weil ich schon mal reingelesen habe und ich da vom Anfang nicht ganz so überzeugt war, das mich aber im Endeffekt doch positiv überrascht hat. Und zwar handelt es sich um Ethan und die Schwerelosigkeit des Glücks von Antonia Hayes. Dieses Buch ist eine Neuauflage einer Geschichte, die es früher schon mal im Hardcover gab und anders hieß. Das ist ja so etwas, was die Verlage gerne häufiger mal machen, um einfach, ich glaube, es ist einfach so ein bisschen eine Verkaufsstrategie, einfach mal zu gucken, kommt ein anderes Cover vielleicht besser an. Und ich muss auch sagen, dass mir dieses Cover hier sehr, sehr viel besser gefällt als das der Hardcover-Variante, die es eben schon mal gab. In diesem Buch geht es um Ethan. Ethan ist eine Art Genie, er ist aber auch noch ein Kind und er hat seinen Papa nie kennengelernt, denn auch der war sehr, sehr lange im Gefängnis und deswegen möchte seine Mutter nicht, dass Ethan ihn kennenlernt. Aber für Ethan ist das ganz, ganz wichtig, dass er seinen Vater kennenlernt und es kommt eben dann auch dazu, dass sie sich innerhalb dieser Geschichte kennenlernen, durch ganz, ganz viele äußere Umstände, die seine Mutter natürlich nicht vorhersehen konnte. Und
Dann kommt eine ganz verrückte Geschichte ans Licht, nämlich die Vergangenheit von Ethans Eltern und warum die beiden sich nicht mehr, warum sie nicht mehr zusammenleben, warum sein Papa Ethan nicht sehen darf. Und ja, das Ganze hat eben etwas damit zu tun, was sein Vater ihm als kleines Kind angetan hat. Und ich fand das eine sehr, sehr gute Geschichte, gerade auch aus der Sicht des Vaters das ab und an zu lesen, aus der Sicht von Ethan das zu lesen. Und ich war sehr begeistert davon. Das Ganze hat von mir 4,6 Punkte bekommen. Ich fand gerade die Geschichte, die Perspektive, wo man erfahren hat, was in der Vergangenheit passiert ist, das fand ich sehr, sehr gut gemacht, weil einem das natürlich Einblicke in die Psyche der Mutter, in die Psyche des Vaters gegeben hat. Und ich fand dann natürlich auch die Gegenwartsgeschichte von Ethan sehr, sehr schön, wie er mit der Situation klarkommt, wie er ganz, ganz viel mit Ärzten zu tun hat, weil er krank ist, wegen der ganzen Geschichte mit seinem Papa. Und ich fand es sehr schön. Also es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, Ethan ist eine tolle Persönlichkeit, eine tolle Figur. Und die ganze Geschichte, die um ihn herum konstruiert wurde, hat mir sehr gut gefallen. Und das ist ein Buch, an das ich mit niedrigen Erwartungen rangegangen bin und das mich im Endeffekt doch überzeugen konnte. Und das fand ich sehr, sehr schön. So, dann habe ich wieder ein Buch gelesen, das wieder außerhalb des Lesemarathons war. Einfach, ja, weil ich meist ein Rezensionsexemplar war. Und bei Rezensionsexemplaren bin ich immer so, ich möchte die relativ schnell weglesen. Einfach um, ja, man hat schon einen gewissen Druck dahinter. Ich habe meistens so 3 bis 4 Rezensionsexemplare zu Hause liegen und lese immer zwischendurch mal so eins, um den Stapel wieder niedriger werden zu lassen, weil da eben ein gewisser Druck dahinter ist, finde ich. Zudem habe ich ja auch 2 Rezensionsexemplare hier gehabt, die von den Autoren selbst mir zugeschickt wurden. Und da finde ich es immer noch mal schöner, die relativ schnell zu lesen, einfach weil man die Autoren an sich ja dann nicht enttäuschen will und denen relativ schnell auch ein Feedback geben möchte. Und deswegen habe ich gelesen Wakuya Renke-Spiele von Irina Grabo. Dieses Buch hat mir auch einigermaßen gut gefallen. Ich fand die Atmosphäre sehr, sehr toll, denn es ist eine Geschichte, die in einem historischen Fantasy, es ist so ein historischer Fantasy-Roman. Es geht hier um Lian. Und Lian ist ein junger Mann, der eigentlich gerade den Held abschließen möchte. Das ist so ein bisschen eine Hochzeitszeremonie. Und es kommt aber nicht dazu, dass er das abschließen kann, weil der König ihn aus irgendwelchen Gründen auf seinem Schloss, auf seiner Burg haben möchte. Und deswegen muss er dorthin umziehen. Daraus entwickelt sich eine sehr, sehr schöne Fantasy-Geschichte, wo es eben darum geht, dass der König ganz viele Geheimnisse hat, dass es um fantastische Wesen geht, die in der Weltgeschichte herumirren. Und es geht eben um Lian, der so seinen Weg macht. Und ich fand an sich die Geschichte sehr, sehr schön. Ich fand es schön, dass wir so viel von der fantastischen Welt mitbekommen haben. Denn Lian ist nicht nur auf der Burg, er ist irgendwann auch mit Reitern unterwegs. Und man bekommt natürlich von seinem Zuhause relativ viel mit, von dem Dorf, wo er wohnt. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Also die Atmosphäre war sehr, sehr schön. Ich fand allerdings zum Schluss die Schauplatzwechsel sehr, sehr viel. Ich fand auch Lian eine Figur, die relativ platt gewirkt hat. Man war sich nicht so ganz sicher, was er für eine Person ist, weil er sehr, sehr schnell seine Gefühle ändert gegenüber etwas und ab und an sehr gefühlslos auch rüberkommt. Deswegen hat dieses Buch von mir nur 3,6 Sterne bekommen, nur in Anführungszeichen. Es ist eine mittelmäßig bis gute Bewertung, einfach weil ich viele, viele Kritikpunkte dran hatte, aber auch ganz, ganz viele Sachen hatte, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Deswegen habe ich da noch Platz nach oben gelassen, weil es ja eine Trilogie ist und ich da auf jeden Fall weiterlesen möchte. Und ich hoffe natürlich, dass der zweite Teil meine Erwartungen mehr treffen kann, dass dieser Platz nach oben, den ich da gelassen habe, auch gerechtfertigt ist und dass die Geschichte und die Figuren einfach, die mir hier noch so ein bisschen platt vorgekommen sind, im nächsten Band einfach besser konstruiert sind. Ich freue mich sehr darauf weiterzulesen, weil ich natürlich auch sehr interessiert daran bin, wie es weitergeht, weil hier ein riesen Cliffhanger zum Schluss ist und deswegen freue ich mich schon auf den weiteren Teil und hoffe, dass der mir vielleicht besser gefällt und eine höhere Bewertung bekommen kann. Dann habe ich ein Buch gelesen, an das ich auch relativ hohe Erwartungen hatte und auch diese wurden nicht enttäuscht. Und zwar habe ich gelesen von Ferdinand von Schirach Strafe. Dieses Buch hat von mir 5 Punkte bekommen. Ich hatte wahnsinnig große Erwartungen an dieses Buch, weil schon sehr, sehr viele Menschen Bücher von Ferdinand von Schirach gelesen haben und die alle sehr, sehr gut sein sollen. Ferdinand von Schirach ist Strafverteidiger und schreibt kleine Geschichten und konstruiert sie so ein bisschen nach Fällen, die er selbst erlebt hat. Und dementsprechend sind seine Einblicke natürlich sehr, wie soll man das sagen, sein Schreibstil ist sehr strikt, sehr ordentlich, sehr
wie soll man das sagen? Es geht nicht sehr in die Tiefe, es ist sehr oberflächlich und es sind immer sehr kurze Sätze, aber das macht das Ganze irgendwie so originell und es hat mir so, so gut gefallen. Es sind eben Kurzgeschichten über Menschen, die bestrafen, bestraft werden, etc. Und ich fand das sehr, sehr gut. Ich finde, der Schreibstil geht einem unter die Haut. Es ist mal was anderes. Es ist nicht so blumig, nicht so detailreich. Es ist einfach strikt, echt und dementsprechend einfach, ja, es wirkt einfach nicht konstruiert. Es wirkt einfach den Themen entsprechend und es wirkt auch wirklich so, als wüsste der Mann, wovon er schreibt. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich kann es nur empfehlen, an jeden da draußen, sich einfach mal ein Buch von Ferdinand von Schirach zu schnappen und mal ein Buch von ihm zu lesen. Einfach, weil ich das sehr, sehr gut finde, was er macht. Und deswegen habe ich das Ganze von mir 5 Sterne bekommen. Als nächstes habe ich ein Buch gelesen, an das ich auch hohe Erwartungen hatte, die so halbwegs erfüllt wurden. Also das Buch hat von mir 4,4 Sterne bekommen. Ich hatte aber gedacht, dass es tatsächlich ein Buch ist, was von mir 5 Sterne bekommen kann. Aber so gut fand ich es dann tatsächlich nicht. Und zwar handelt es sich um Das Lied des Eisdrachen von George R. R. Martin. Ja, ich hatte mir sowas richtig Märchenhaftes vorgestellt, wo man sich so schön reinfühlen kann und wo man einfach mal abschalten kann und sich wieder so ein bisschen in die Kindheit zurückversetzt gefühlt hat. In diesem Buch geht es um Adara und Adara ist in einer der kältesten Nächte auf die Welt gekommen und sie ist dementsprechend auch gegenüber Menschen sehr, sehr kalt. Und hat quasi auch eine andere Temperatur als Menschen. Die anderen Menschen fassen in den Schnee und er schmilzt. Und sie kann zum Beispiel auch solche Tiere wie Eisechsen, die bei anderen Menschen zerschmelzen, kann sie auf die Hand nehmen, ohne dass denen etwas passiert. Und so ist das eben auch mit dem Eisdrachen, der jedes Jahr um ihren Geburtstag rum im Winter in das Land kommt und auf dem sie auch reitet und ja, der nur ihr nahe kommt. Und ja, ich fand es aber nicht so märchenhaft. Ich hatte nicht dieses märchenhafte Gefühl, als ich es gelesen habe. Ich fand es eine schöne Geschichte von diesem Mädchen, das irgendwann, ja, wieder zu einem Menschen wird, der auch Gefühle gegenüber anderen Menschen hat, die wirklich über sich selbst hinauswachsen muss und aus ihrer Komfortzone so ein bisschen rauskommen muss. Und ich fand es ganz nett, deswegen die 4,4, weil ich jetzt nicht irgendwie das schlecht fand oder so. Ich hatte meinen Spaß damit, aber mehr dann auch nicht. Deswegen die 4,4, weil es ein ernstes Thema umfasst, auch sowas wie Familie, Krieg etc. Und ja, es war ganz schön, aber die Atmosphäre hätte meiner Meinung nach einfach ein bisschen schöner sein können. So, dann habe ich ein Buch gelesen, an das ich wieder sehr hohe Erwartungen hatte. Übrigens war hier der Lesemarathon schon abgeschlossen. Ich habe ja das Thema für mich so ein bisschen im Monat noch weitergeführt. Ich glaube, das letzte Buch, was ich zum Lesemarathon noch gelesen hatte, war das von Irina Grabo, also Vakuja. Und das hat die eigentlich mit dem Lesemarathon nichts zu tun. Also habe ich im Lesemonat an sich, im Lesemarathon an sich, 2 oder 3 Bücher gelesen gehabt. Also das war, der Lesemarathon war nicht so geglückt bei mir leider. Aber ich habe ja versucht, das Thema für mich so ein bisschen durchzuhalten und wieder zu Büchern zu greifen, an die ich hohe oder niedrige Erwartungen habe. Und habe deswegen als nächstes gelesen Mein Sommer auf dem Mond von Adriana Popescu. Und oh, ich fand das Buch so toll. Es hat auch 5 Sterne von mir bekommen. Also ich hatte diesen Monat sehr, sehr viele Highlights. In diesem Buch geht es um Fritzi, die in eine Nervenheilanstalt kommt, weil sie Panikattacken hat. Und guckt euch auf jeden Fall meine Rezension dazu an. Die verlinke ich euch in der Infobox, weil ich dann natürlich sehr, sehr viel mehr und intensiver über dieses Buch erzähle. Aber ich kann euch sagen, dass ich die Figuren toll fand. Ich hatte meinen Spaß mit der Geschichte. Ich fand es hochemotional und eine tiefe Geschichte, die wirklich über Gefühle hinausgeht, die hier Beziehungen beschreibt von 4 Leuten, die sich gegenseitig helfen, einfach aus ihren jeweiligen Situationen herauszukommen und ein besseres Leben zu führen. Und ich fand es so, so schön. Es hat mir super, super gut gefallen. Ich liebe dieses Buch. Absolutes Highlight. 5 Sterne. Lest es auf jeden Fall und guckt euch meine Rezension dazu an, in der ich euch noch mehr darüber erzähle. Als nächstes habe ich ein Buch gelesen, an das ich niedrige Erwartungen hatte, die fast erfüllt wurden. Es hat 3,8 Sterne von mir bekommen, weil es mir besser gefallen hat als der erste Band. Und zwar handelt es sich um Die Verlorenen von New York. Ja. Was soll ich zu diesem Buch sagen? Ich hatte ja den ersten Teil, Die Welt, wie wir sie kannten, gelesen und hatte euch ja darüber schon erzählt,
dass es eine Geschichte ist, die sich sehr, sehr lange gezogen hat, weil die Autorin versucht hat, so viele Details wie möglich zu erzählen, jeden Tag zu erzählen in einem bestimmten Zeitraum. Und das hat sie eben hier auch gemacht. Ich muss aber sagen, dass mir dieses hier besser gefallen hat als der erste Band, weil es eben um, es geht ja um dasselbe Thema, es geht darum, dass ein Meteor oder ein Meteoroid den Mond streift, der dadurch näher an die Erde kommt und dadurch kommt es zu ganz, ganz vielen Naturkatastrophen auf der Erde. Und im ersten Teil hatten wir ein Mädchen, das auf dem Land gelebt hat. Da gab es krasse Auswirkungen, aber irgendwann war der Alltag da. Es war nur noch kalt, es lag überall Schnee und sie haben einfach versucht zu überleben. Das war's. In diesem Buch geht es eben um dasselbe Thema, doch der Protagonist, den wir hier haben, befindet sich in New York. Und man hat schon im ersten Teil mitbekommen, okay, in New York soll alles am schlimmsten gewesen sein, die Auswirkungen dieser Naturkatastrophen. Und jetzt bekommen wir das mit, wie das hier ist. Und es ist wirklich sehr, sehr krass. Also es ist eine krasse dystopische Geschichte in New York. Und die dystopische Geschichte an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde es aber sehr, sehr krass, wie viel hier offen bleibt. Gerade was die Familie an sich angeht. Ich sage euch nicht was, aber es bleibt sehr, sehr viel offen. Und was mich echt gestört hat, ist, wir haben hier einen Protagonisten, der sehr religiös ist. Das ist nicht das, was mich gestört hat. Aber was mich gestört hat an der Sache ist, dass nach jedem Kapitel einfach gefühlt dieser Satz kommt, ich werde für euch beten. Ich bete jetzt für Mama und Papa. Ich bete jetzt für den, ich bete jetzt für den, ich bete jetzt für den. Nach jedem Kapitel, fast nach jedem Absatz. Und ich habe so gedacht, oh, na. Aber ich finde, das fand das einfach so übertrieben, dass nach jedem Kapitel gesagt wurde, wir beten für euch, ich bete jetzt für meine Eltern, ich bete jetzt für den und keine Ahnung. Das war für mich einfach zu übertrieben und zu viel und das hat mich wirklich gestört. Also, nachdem ich diesen Satz zum 10. Mal gelesen habe, habe ich dann gedacht, oh komm, ja, ist okay. Ist okay, wir wissen, dass du für den und den betest. Oh, es war so nervig und ich musste da einfach ein paar Punkte abziehen. Die 3,8, die Geschichte fand ich ganz gut, aber es war halt auch hier irgendwann der Trott da. Es war ein bisschen langweilig. Man hat zwar mitgefiebert, was hier mit der Familie passiert, aber ja, es ist einfach keine Reihe, die wahnsinnig mitziehend ist. Der dritte Teil ist relativ kurz. Trotzdem konnte ich mich nicht dazu überwinden, den direkt zu weiterzulesen. Das ging nicht. Naja, so, als nächstes habe ich ein Buch gelesen, an das ich auch relativ hohe Erwartungen hatte, nämlich Solange es hell ist von Alexandra Kui. Auch dazu wird es eine Rezension geben. Ich weiß nicht, ob sie schon online ist. Falls ja, werde ich sie euch verlinken. In diesem Buch geht es um Mika und Mika schnappt sich im ersten Kapitel ihre Geschwister, schnappt sich das Auto ihrer Mutter, obwohl sie minderjährig ist und noch nicht fahren kann und fährt weg. Verkauft den Geschwistern das als Spiel. Sie müssen diesen Leuchtturm finden, von dem ihre Mutter schon jahrelang schwärmt. Und fahren dann von Deutschland auch nach Dänemark. Ja, das ist der Mainplot. Die Geschichte hat einen sehr ernsten Hintergrund. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich fand es eine schöne Geschichte. Es hat von mir insgesamt 4 Sterne bekommen. Schaut euch das Ganze echt mal näher an. Es ist echt ganz schön, ganz nett. Ich fand das Ende zu schnell und eigentlich sind sie auf der Suche nach etwas und das wird zum Schluss sehr schnell abgetan. Das fand ich nicht ganz gut, deswegen auch die Abzüge. Aber ansonsten eine relativ gute Geschichte, die man sehr, sehr schön einfach mal zwischendurch lesen kann. So, Leute. Ich komme jetzt zu einem Buch, das mich einfach so umgehauen hat. Ich habe ja schon in meinem Neuzugänge-Video angedeutet, dass ich diesen Monat ein Buch gelesen habe, das in mir mein Fangirl- und Suchtfaktor geweckt hat. Das habe ich nicht so häufig. Das habe ich echt nicht so häufig. So Bücher oder Filme, wo ich so drauf abgehe, dass ich wirklich wochenlang nur noch daran denken kann. Gerade bei Filmen, dann auch jeden Tag diesen Film anschauen könnte oder meine Lieblingsszenen oder einfach Interviews von den Stars mir angucken kann. Ich habe das nicht so häufig. Aber bei diesem Buch hier habe ich das. Und ich gehe einfach so auf diese Geschichte ab. Und das ist wirklich mein, ich glaube, das ist jetzt schon ein Jahreshighlight von mir. Und ich hätte das niemals vorher gedacht. Ich hatte nicht sehr hohe Erwartungen an dieses Buch. Einfach, weil es gar nicht mal so gute Rezensionen hat, glaube ich, online. Und ich habe dann so gedacht, ja, aber weil jetzt der Film bald erscheint, möchte ich das Buch vorher lesen. Und, oh mein Gott, ich zeige es euch jetzt einfach. Es handelt sich um Call Me By Your Name von André Essiman. Der wird wahrscheinlich anders ausgesprochen, es tut mir leid, aber bei Autorennamen habe ich immer sehr viele Probleme.
Worum geht es in diesem Buch? In diesem Buch geht es um einen kleinen Ort in Norditalien. Wir haben dort eine Familie, die jedes Jahr im Sommer einen Studenten aufnimmt oder Doktoranden annimmt, der dort dann mit dem Vater zusammen im Sommer ab und an arbeitet, an Literatur, an was auch immer. Und wir haben hier den Sohn der Familie, nämlich Elio, der von Anfang an wahnsinnig fasziniert von dem diesjährigen jungen Mann ist, der diesen Sommer bei ihnen im Haus wohnt. Und zwar Oliver. Und es ist wirklich ein Buch, das wahnsinnig viele Gefühle weckt und erzählt, weil wir hier den Protagonisten Elio haben, der uns von Anfang an tiefe Einblicke in seine Gedankenwelt gibt. Das ist wirklich so ein Buch, das ihr nicht lesen solltet, wenn ihr es hasst, seitenlange innere Monologe zu lesen. Das ist eigentlich auch nichts, was ich sehr gerne mag. Aber hier hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde die Sprache toll. Es ist so eine richtige, blumige, detailreiche, einfach nur schöne, leidenschaftliche Sprache, in der man direkt aufgeht und in der man direkt mitfühlen kann, wie es diesem jungen Mann Elio geht. Und es ist einfach so schön mitzubekommen, was er empfindet, als er diesen Sommer Oliver kennenlernt. Erstmal nicht so begeistert von ihm ist, weil er sehr strikt, sehr, also was heißt strikt, er ist sehr, am Anfang ein sehr schroffer Charakter, der den Wesenszug hat, immer einfach wegzugehen, einfach zu verschwinden und dann den ganzen Tag über nicht wiederzukommen. Der sehr, sehr schnell Anschluss in der Dorfgemeinschaft findet, Freundschaften schließt und das kommt Elio sehr suspekt vor. Doch irgendwann ist er so fasziniert von dieser Figur des Oliver, dass er sich Hals über Kopf in ihn verliebt und eine leidenschaftliche Liebesgeschichte beginnt, als er erfährt, dass Oliver auch Gefühle für ihn hat. Und das Ganze ist so tief, so emotional. Es passiert nicht Hals über Kopf. Es ist wirklich eine lange Geschichte. Es ist wirklich eine langsame Liebesgeschichte. Und man weiß ja von Anfang an, dass das zum Schluss mit einer Trennung enden wird, weil Oliver ja nur für den Sommer dort ist und eigentlich in New York lebt. Und es hat mich so fasziniert, weil es nicht nur eine Liebesgeschichte ist. Die Gefühle gehen so, so tief. Es geht wirklich, es ist für Elio, man merkt seine Zerrissenheit, weil er ist von Anfang an so fasziniert von dieser Figur und es ist für ihn einfach nur wichtig, diese eine Nacht mit ihm zu verbringen, einfach um zu wissen, wie es ist und ob seine Gefühle dann immer noch da sind oder weg sein werden. Und nachdem sie diese Nacht miteinander verbracht haben, er sich dann erstmal schämt und sich davor ekelt und erstmal so denkt, wieso habe ich das gemacht und ich will das eigentlich gar nicht und sich total grauenvoll fühlt, aber dann trotzdem wieder zu Oliver findet. Und ihr wisst gar nicht, wie emotional ich gegenüber diesem Buch bin. Also, es ist ein Buch, das für mich jetzt eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist. Es ist einfach dazu geworden in den letzten Wochen. Zudem habe ich bis Seite 200 gelesen, konnte es dann nicht aushalten, habe mir den Film angesehen, auf Englisch. Denn auf Deutsch erscheint er ja erst auf DVD im September. Ich war nicht im Kino und ich glaube, er läuft jetzt auch nicht mehr im Kino. Ich weiß es nicht genau. Aber ich hätte auch niemanden gefunden, der mit mir ins Kino gegangen wäre, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich ihn dann auf dem Laptop auf Englisch geguckt. Ich habe ihn mir auch auf Englisch bestellt. Er kommt aber erst, ich glaube, am 9. April hier an. Ich konnte es so lange nicht aushalten und habe den Film geschaut. Und auch der Film ist jetzt mein absoluter Lieblingsfilm. Ich bin wirklich ein absolutes Fangirl. Ich habe diesen Film an 2 Tagen hintereinander direkt geguckt. Meine Lieblingsszenen gucke ich jetzt noch andauernd. Ich schaue mir Interviews mit Armie Hammer an, der Oliver spielt. Ich schaue mir Interviews mit Timothy Chalamet an, der Elio spielt. Und ich bin von beiden Schauspielern wahnsinnig überzeugt. Vor allem von Timothy Chalamet, der hier wirklich in einem seiner ersten Filme so eine große Rolle spielt und das Ganze so, so gut macht, so emotional macht. Man kann ihm wirklich vom Gesicht ablesen, was er in diesem Augenblick fühlt als Figur des Elio. Und ich fand es so wahnsinnig faszinierend, wie sich Buch und Film ergänzt haben. Ich konnte mir nämlich nicht vorstellen, dass diese Gedankenwelt, die wir hier auf 280 Seiten von Elio mitbekommen, in dem Film so gut rübergekommen, wie das eben in dem Buch passiert, weil wir hier 280 Seiten wirklich Gedankenwelt von Elio haben. Und
Ich fand es so, so gut gelöst. Ich fand, Timothée Chalamet hat das wahnsinnig gut gemacht. Er brilliert hier in der Rolle. Und auch Armie Hammer passt so perfekt zu der Figur des Oliver. Er kann das so, so gut machen. Er kann so, so gut die begehrenswerte Figur darstellen mit seiner tiefen Stimme. Und es ist auch etwas, das ich euch raten würde. Schaut diesen Film nicht mit der deutschen Synchronisation. Schaut ihn euch auf jeden Fall in der Originalsprache an, weil der Synchronsprecher von Elio meiner Meinung nach überhaupt nicht passt. Es ist einfach, die Sprache ist so sinnlich. Wir bekommen hier im Film drei verschiedene Sprachen mit, natürlich im Buch auch, nämlich Italienisch, Französisch und Englisch. Und das ist im Film so, so gut gemacht. Und gerade was das Ende vom Film angeht, bekommen wir im Buch natürlich ein bisschen mehr mit, denn das Buch macht auch so einen Blick in Jahre später quasi, wie sie sich als Erwachsene nochmal begegnen. Und das ist im Film natürlich nicht dabei. Der Film endet dann mit dem Weggang von Oliver aus Italien quasi. Oh mein Gott, gerade dieser Film hat in mir solche Gefühle und Emotionen geweckt. Diese Schauspieler, die machen das so, so gut. Und ich habe natürlich mitgefiebert, mitgeweint, habe dann das Buch zu Ende gelesen und war so baff und perplex von dieser Geschichte, voll ist und so, so viele Perspektiven, gerade auch Coming of Age ausmacht. Und die Zerrissenheit von Elio so gut darstellt und diese Liebesgeschichte einfach so, so schön macht. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist natürlich auf jeden Fall ein Fünf-Sterne-Buch und ein Fünf-Sterne-Film. Und ich glaube, ich mache euch irgendwann noch mal ein Video zu dem Film und dem Buch zusammen, einfach eine Art Rezension, obwohl ich ja schon so viel darüber gesagt habe. Aber ich hab's gefeiert, ich hab's geliebt. Ich werde mir diesen Film jeden Tag in den nächsten Wochen ansehen und meine Lieblingsstellen. Und oh, ja, ich bin etwas süchtig gerade nach dieser Geschichte. Ja, und dann habe ich gedacht, kann ich diesen Monat jedes Buch jetzt noch lesen und es kommt einfach nicht an diese Geschichte ran, habe ich gedacht. Und dann habe ich mit Blanche von Booksy Page Die Stille meiner Worte von Ava Reed gelesen. Gestern und heute. In 2 Tagen. Und auch das ist ein Fünf-Sterne-Buch. In diesem Buch geht es um Hannah. Ich weiß, dass es eine deutsche Autorin ist und sie wahrscheinlich Hannah genannt wird. Ich kann aber kein Buch lesen, in dem die Person so heißt wie ich, ohne den Namen Hannah auszusprechen, weil ich es sonst komisch finde. In diesem Buch geht es um Hannah und Hannah hat ihre Zwillingsschwester verloren. Sie ist gestorben und Hannah kommt damit natürlich überhaupt nicht klar. Auch ihre Eltern nicht und ihre Eltern kommen mit ihr auch nicht klar, weil Hannah nicht mehr spricht, seitdem das passiert ist. Sie spricht nicht mehr, sie findet keine Worte mehr. Ich finde das so gut dargestellt, wie sie wirklich so zerrissen ist, dass sie nicht mehr sprechen kann. Es ist nicht so, dass sie nicht mehr sprechen möchte. Sie kann wirklich nicht. Sie ist so fertig mit der Welt. Sie kann das alles nicht in Worte ausdrücken und sich niemandem mitteilen. Und ihre Eltern kommen damit nicht klar und schicken sie auf eine Schule, in der quasi noch in den Sommerferien eine Art Camp stattfindet und danach eben die Schule, in der dann auch die Schüler wohnen etc. Hannah ist natürlich komplett durch den Wind. Sie möchte dort nicht hin, sie findet das total blöd und es ist so ein bisschen wie bei Mein Sommer auf dem Mond. Es ist wirklich eine Geschichte, wo sich verschiedene Personen, die alle ihr eigenes Päckchen zu tragen haben, einfach so derart helfen. Und natürlich ist da auch eine ganz bestimmte Person dabei, ein junger Mann, mit dem sie sich so tief anfreundet und solche Gefühle gegenüber dem anderen entwickelt, dass sie sich so gut helfen können. Und ja, es ist einfach, es ist eine Geschichte über Trauerbewältigung und Verarbeitung dieser Gefühle, die man hat, wenn man jemanden Wichtigen im Leben verliert. Und wie man das Ganze schaffen kann, wenn man eben Menschen hat, die einem nachfühlen können, wie es einem geht, die einem helfen möchten und die einen am Anfang erstmal gar nicht kannten. Und ich fand das so tief und gefühlvoll und emotional. Und ich habe die letzten 50 Seiten, glaube ich, waren das, habe ich durchweg ge geheult. Ich habe wirklich geweint, es ging nicht mehr. Ich habe wirklich die letzten Seiten durchgehend geheult, weil es so emotional war, so schön war. Und ich fand es so, so toll zum Schluss, wie sie ihre Worte wiederfindet und ja, einfach top. Also diesen Monat habe ich echt so wahnsinnig viele gute Bücher gelesen. Das hätte ich niemals gedacht. Also es ist echt, der März ist wirklich ein schöner Monat gewesen, was Bücher angeht. Eleanor Park fand ich so toll. Mein Sommer auf dem Mond hat mir so, so gut gefallen. Die Stille meiner Worte und
Das Krönchen, dem allen aufgesetzt hat, Call Me By Your Name, sowohl das Buch als auch der Film. Ich möchte mir das Buch auf Englisch auf jeden Fall auch nochmal zulegen und auf Englisch nochmal lesen, weil ich glaube, dass auf Deutsch sehr, sehr viel falsch übersetzt wird. Ich habe ja schon gesagt, dass Oliver ein sehr schroffer Charakter ist und er ist, was seinen Typ ausmacht, ist, dass er immer, wenn er verschwindet den Tag über, sagt er einfach nur later und dann ist er weg. Und im deutschen Buch haben sie das mit später übersetzt, was ich einigermaßen okay fand. Er sagt später und ist weg und alle denken erstmal so, what? Und das ist so sein Spruch. Und da ich ja den Film auf Englisch geguckt habe, fand ich das natürlich, das war irgendwann hat die Familie einen Witz daraus gemacht, dass er immer later sagt, dann ist er weg erstmal. Und im Film, das habe ich im Trailer gesehen, im deutschen Film, in der deutschen Synchronisation, haben sie das mit wir sehen uns übersetzt. Wir sehen uns. Das passt so gar nicht. Das passt einfach nicht. Das passt nicht zu dem, was dieses Wort im Buch und im Film ausmacht. Und deswegen finde ich es so schlimm, wenn man sich die deutsche Synchronisation anguckt, weil ich glaube, dass dann einfach diese Emotionalität, die vor allem die Sprache der Schauspieler im Film ausmacht, nicht rüberkommt. Weil die Schauspieler das so, so gut machen. Ich finde auch, durch die Sprache wird hier sehr, sehr viel transportiert, sowohl im Buch als auch im Film von den Schauspielern. Und ich glaube einfach nicht, dass ein Synchronsprecher das in irgendeiner Form rüberbringen kann. Ich weiß, dass wir in Deutschland wirklich sehr, sehr gut sind im Synchronsprechen, dass wir gerade von den Synchronsprechrollen, dass wir da wirklich an der Spitze stehen und das so, so gut machen, dass man das fast nicht mehr sieht. Aber es geht auch nichts darüber, einen Film in der Originalsprache zu gucken, vor allem wenn es um so eine Intensivität geht. Und ich kann dieses Buch und diesen Film wirklich auch nur mit diesem einen Wort so wahnsinnig gut beschreiben. Es ist so intensiv. Es ist... Dieser Monat war echt schon echt gut. Dieser Monat war schon echt gut. Ja, das dazu. Ich komme auf Call Me By Your Name, komme ich noch nicht klar. Also, ihr merkt es ja. Deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr davon schon was gelesen habt, lesen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.